Michael Lange, begrüße Sie, Sie sind Präsident des Niedersächsischen Schachverbandes. Seit wann? Ja, gewählt wurde ich 2007 und vorher war ich schon 7 Jahre Vizepräsident des Verbandes, also seit 2000 arbeite ich im Präsidium des Verbandes. Also lange, lange Zeit als Ehrenamtler. Macht das noch Spaß nach so einer langen Zeit? Zu 85 bis 90% macht Ehrenamt schon Spaß, ne? Es gibt manchmal Momente, da fragt man sich natürlich, puh, muss das sein? Ist das jetzt wirklich noch gut investierte Zeit? Aber in der Regel, also zumindest auf Verbandsebene Niedersachsen, legt sich das mega schnell und lange Rede, kurzer Sinn, jo, macht Spaß. Also den Verband im Griff sozusagen. Wie sind Sie denn zum Schach überhaupt gekommen? Ich konnte mir als Kind ziemlich gut Sportstatistiken merken und habe dann immer meinem Vater über Sportwettkämpfe und eben auch Schach berichtet. Und das hatte ich dann irgendwie so weit von mir weg, dass ich dachte, jetzt will ich wissen, worüber ich rede. Habe mir Ende 80 mal ein Schachbuch genommen, habe mir die Regeln beigebracht. Nächsten Tag gegen meinen Opa gespielt. Habe Moment, dann das muss ich doch mal, da muss ich noch mal so nachfragen. ganz langsam nochmal. Ne, Sportstatistiken? Ja, also ich kann mir Zahlen merken. Also, Ja, ne, und okay. mein Vater wusste das und hat sich über Er hat die. sich mit Schach Ja, beschäftigt. vielleicht muss man das, jetzt kriege ich die Kurve. Ne? Er hat sich mit Schach beschäftigt und der Wettkampf Hübner gegen Portisch, der hat ihn mega interessiert. 80 Und schon. den habe ich dann verfolgt und habe die Ergebnisse kommuniziert. Wo? Und, boah, ich weiß nicht mal, ich glaube, man hat damals Sportinformationsdienste angerufen aus der Ah, okay, Telefonzelle. Also ich glaube, gut. es war wirklich so krude. Und ich hatte halt keine Ahnung, worüber ich rede. Und das fand ich irgendwie auch nicht richtig. Dann habe ich mir ein Schachbuch genommen, ich glaube Teschner. Hab die Regeln erlernt, nächsten Tag gegen meinen Opa gespielt und die vierte, da bin ich mir ziemlich sicher, hat er mich gewinnen lassen und ja, so ist passiert. So kommt man dann zum Schach. Ja, ich glaube, wenn ich die vierte auch noch verloren hätte, dann hätte er das Thema frühzeitig beerdigt, aber so ging's. Und wie ist dann so der Sprung ins Ehrenamt gekommen, also in Funktionärs? Kann man sagen Funktionär oder ist das Abwehr? Nee, ne? Ist das Ach, ich Abwehr? bin Funktionär irgendwie mal treffend, mal nicht so. Ich habe einfach relativ früh in einem kleinen Verein Aufgaben übernommen. Jugendwart, Welcher Verein? Spielleiter, Schachvereinigung Schöppenstedt. Und habe gemerkt, dass das irgendwie auch schon ein Thema ist. Das war in Schöppenstedt eine besondere Konstellation, weil der Laden, in dem ich gearbeitet habe, wurde von dem Vorsitzenden unseres Vereins betrieben und so weiter. Also ne, man hat einfach schon viel die Vermischung auch von Ehrenamt und Job so in jungen Jahren wahrnehmen können. Und ja, da bin ich reingewachsen. Und nach dem Wechsel des Vereins in den späten 90ern habe ich mich entschieden, jetzt mache ich ein bisschen mehr. Bin auch mal gefragt worden, ob ich bestimmte Themen machen möchte. Bezirksjugend war das erste und bin so eingestiegen. Das kostet ja alles eine Menge Zeit. Wie lässt sich das denn so vereinbaren mit Beruf, Familie, Ehrenamt? Also Also bleibt da Zeit ich übrig? fange mal mit Frau an, weil Familie, unendliche Geduld und idealerweise schon zusammen gewesen, bevor man mit dem Ehrenamt angefangen hat, weil dann ist die Bereitschaft, das zu ertragen, wahrscheinlich deutlich größer. Und im Job braucht man Glück. Also ich glaube, ich könnte meine Ehrenämter in der Vielzahl, also auch gerade zu den Zeiten, als ich im DSB war, nicht verrichten, wenn ich nicht Arbeitsplätze gehabt hätte, die einfach auch eine freie Zeiteinteilung nach sich ziehen. Also ich glaube, für jemanden, der von 9 to 5 fest im Job ist, ist es noch schwieriger, so viel Zeit zu investieren. Wenn man sich die Zeit tagsüber einstellen kann, geht's. Es gibt ja so ein bisschen, sagen wir mal, Klage über einen Mangel an Leuten, die Bereitschaft haben, also so ein Ehrenamt zu übernehmen. Wie hoch kann man denn den Zeitaufwand da beziffern? Ne? Kann, wenn man es überhaupt kann. Also ich habe 2003 mal für die Schachjugend ein Interview gegeben, die Schachjugend in Niedersachsen. Und damals habe ich 25 Stunden die Woche gesagt. Und ich glaube, das deckt sich. Ich habe keine Uhr, die das in irgendeiner Form wirklich genau misst. Aber ich beschäftige mich schon einfach mindestens jeden Tag mit dem Thema Schach, mit dem Thema Ehrenamt, mit Aufgaben, die ich habe. Und man bekommt, wir haben es vorher einmal kurz schon angedeutet bekommen, man bekommt aber noch genug zurück, dass man sagt, okay, also ich bin motiviert, ich mache das weiter, ich bewege was. Also man muss das schon auch erkennen, wenn man was zurückbekommen hat. Also es ist schon nicht so, dass den ganzen Tag Menschen dir auf die Schulter klopfen und sagen, toll, dass du das, das und das machst. Es gibt einfach im Ehrenamt auch die Gefahr von Kritik. Aber wenn man es irgendwie ein bisschen mitkriegt, so ein bisschen Feedback kann auch einfach unausgesprochen über Zahlen etc., Leute, die sich dafür engagieren, die dann auch zum Schach kommen, widerspiegeln. Ja, wenn man hinguckt, kriegt man genug zurück. Wie sehen Sie so die Situation des Schachs, also insgesamt weltweit und auch in Deutschland und dann ja besonders in Niedersachsen? Also weltweit, ich glaube, die Weltmeisterschaft hat es bewiesen, kriegt man Schachblende in den Fokus, wenn interessante Personen an interessanten Orten das spielen, dann berichtet Gott und die Welt davon. In Deutschland, glaube ich, haben wir alles, nur keine Schachkrise. Wenn ich mir irgendwie angucke, was Woche für Woche bei diversen Open passiert, dann haben wir eine Stammkundschaft, die spielt und spielt und spielt. Das greift natürlich auch in Niedersachsen, auch wir haben Turniere, die wir organisiert haben. Nichtsdestotrotz gehen unsere Mitgliederzahlen in den bestehenden Strukturen halt nach und nach zurück.
manchmal zum Teil sehr schnell. Und das beweist, wir haben in letzter Konsequenz eine Vereinskrise, wird sich ja auch gerade mit auseinandergesetzt. Also die Vereine selber sind Teil der Lösung und manchmal auch Teil des Problems. Warum? Also erstmal, woran macht man das fest, dass es eine Vereinskrise gibt? Also die Mitgliedszahlen schrumpfen? Ich mache es mal wirklich anhand eines plastischen Beispiels. Anfang Januar waren Niedersachsen-Meisterschaften in Verden und zeitgleich Ramada Cup oder DSRM in Bergedorf. Das sind irgendwie 150 Kilometer, die beiden Orte auseinanderliegen. Da haben 750 Menschen zeitgleich Schach gespielt. Eine Woche später hatten wir Mannschaftskämpfe und die Zahl der freigelassenen Bretter erschrickt in solchen Momenten. Ich habe sie gar nicht jetzt eins zu eins wieder, dass ich sie jetzt rekapitulieren könnte. Aber man sieht, bestimmte Modelle, die in der Vergangenheit richtig gefunden wurden, gehen nach und nach zurück. Und wenn man in die Vereinsabende geht, stellt man fest, dass das ein Thema ist, das macht manchmal nicht so viel Spaß, dann mit drei Leuten einfach die ganze Nacht zu blitzen. Das geht anderswo leichter und das macht sich bemerkbar. Also bleibe ich so ein Stück weit dabei. Schachspielen geht überall, aber man muss es anpassen. Und die Vereine müssen sich erfinden. Die müssen neue Strukturen für ihre Mitglieder anbieten, damit sie attraktiv bleiben. Wie kommt da der Verband ins Spiel? Wie kann er helfen? Der Verband kann selber Turniere organisieren. Der Verband kann Kräfte bündeln. Der Verband kann Ideen entwickeln, kann mit Vereinen zusammenarbeiten. Es gibt jetzt auf Bundesebene ja wieder eine große Vereinskonferenz. In Niedersachsen gibt es ab diesem Jahr keine größeren Vereinskonferenzen mehr, sondern kleine. Wir treffen uns mit 3-4 Vereinen in Regionen und gucken da gezielt nach Lösungsansätzen. Wie wird der Verein attraktiver? Die erste findet statt am 16.06. in Bramsche. Gibt es konkrete Pläne jetzt für die für die Verbandsstruktur in Niedersachsen? Also wir haben einen Prozess, der mit ganz viel Politik verbunden ist. Wir haben zurzeit in Niedersachsen eben den Landesverband mit Vorstand, mit geschäftsführendem Vorstand und 6 Bezirke. Und innerhalb dieser Bezirke wird es auch nach und nach schwieriger, die Ämter zu besetzen, zu gucken, dass man die Strukturen dort am Leben hält. Und das wollen wir verschlanken. Wir wollen gucken, dass wir die ehrenamtlich Tätigen, die bereit sind, sich wirklich einfach auch über ein Maß X hinaus zu engagieren, bündeln und auf Verbandsebene konzentriert einsetzen. Und den Spielbetrieb nichtsdestotrotz regional anbieten, aber eben mit schlankeren Strukturen, wenn es denn möglich ist. Das ist eine schwierige Aufgabe, weil es natürlich einfach auch um Besitzstände etc. geht und auch Bezirke wünschen sich weiter zu existieren, haben aber manchmal Schwierigkeiten, Ämter zu besetzen. Es gibt eine innige Kooperation zwischen Chessbase und dem Niedersächsischen Verband, also eine sehr fruchtbare Kooperation. Vielleicht können Sie dazu was sagen? Ja, also Rainer Beusin, Ihr Geschäftsführer, und ich haben uns ja schon über Jahre hinweg über Themen unterhalten, dadurch, dass ich im DSB für die Kooperation mit Chessbase eben auch Ansprechpartner war. Und wir hatten im Mai 2015 die Idee, wir bringen Schach in Schulen stärker in den Fokus, und zwar nicht über den Weg, dass Vereine direkt dort die Arbeit machen, sondern wir schalten eine Stufe zurück. Wir entwickeln ein Curriculum, wir entwickeln eine Idee, die dazu führt, dass Lehrer, die bisher kein Schach spielen können, zukünftig dazu in der Lage sind, Kindern Schach beizubringen. Ganz niederschwellig. Wir haben gemeinsam Bücher, die auch bei Chessbase vertrieben werden mittlerweile, über die Lotto-Sport-Stiftung, deswegen trage ich die, jetzt mache ich Werbung, ne? Links am Hemdkragen, unterstützt angeschafft, haben sie wirklich auf sehr hohem Niveau entwickeln lassen. Und in 4 Schulen in Salzgitter haben wir dieses Projekt Lehrerausbildung an den Start gebracht und das sehr, sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass wir diese Kooperation, wenn es nach uns geht, auf Landesebene, will heißen in Niedersachsen vorantreiben und auf breite Füße stellen. Und ansonsten ist Chessbase gern gesehener Gast auf unseren Veranstaltungen in Niedersachsen, zeigt sich dort, bietet Seminare an. Wir haben auf die Homepage von Chessbase verlinkt, um einfach auch Absatz zu ermöglichen, aber natürlich auch ein bisschen Geld einzunehmen von Seiten des Kooperationspartners. Das Hemd macht ja einen sehr guten Eindruck. Das erinnert ein bisschen so an Formel 1. Ich hätte jetzt gedacht an die Hemden, die Magnus Carlsen trägt, aber oder gut, so, aber so. Ein bisschen, ja. Also es ist schon ein Hemd, was wir uns haben von unseren Sponsoren bezahlen lassen. Also nicht nur die Hemden, sondern alle, die hier draufstehen, haben eben auch vorher Geld an den Verband gegeben, direkt oder indirekt. Und von daher finde ich, dass man das bei offiziellen Anlässen, und das ist heute einer, auch mal tragen darf. Das Wort DSB fiel, Deutscher Schachbund, und können wir nicht verschweigen, dass Sie auch im Deutschen Schachbund aktiv waren. Wie lange als Vizepräsident? Insgesamt 12 Jahre im Geschäftsführerpräsidium, später Präsidium des DSB, habe unter der Bezeichnung Schatzmeister 2003 angefangen. 2009 wurde daraus Vizepräsident Finanzen, also im Rahmen meiner Umstrukturierung. Und von 2011 bis 2015 war ich dann Stellvertreter des Präsidenten. Vor der letzten Wahl gab es ein paar Unstimmigkeiten, die auch so in die Öffentlichkeit gekommen sind. Ich kann mich daran erinnern, dass wir beide da auch zusammengesessen haben und mal drüber gesprochen haben. Ja.
ja, 2 Jahre später wird man ein bisschen milder, was einfach die Beurteilung des gesamten Konfliktes angeht. Nichtsdestotrotz, also das, was damals dazu geführt hat, dass ich unzufrieden geworden bin, dass ich gesagt habe, ich höre auf, ne, das steht auch heute noch. Also die sachliche Schiene ist weg. Die Emotionalität ist sicher auf beiden Seiten gedämpfter als noch vor 2 Jahren, als es dann eben auch in einen darauf folgenden Wahlkampf ging. Nichtsdestotrotz ist wieder Wahlkampf, nur ich mache halt diesmal nicht mit. Ja, im Mai wird gewählt in, jetzt müssen wir nachgucken, das Linstow. Linstow heißt dieser Ort. Das ist so ein, irgendwo ja. In Mecklenburg-Vorpommern, seht mir das nach. Aber das ist nicht, ja, in der Nähe von der A20, das ist eine tolle Autobahn, aber man muss auch, glaube ich, mit dem Auto hinfahren. Sehr ruhig. Da ist der Bundeskongress, ja. Ne, und dort wird gewählt und Herbert Bastian als... Das hätte ich fast gesagt, Titelverteidiger. Ja, als amtierender Präsident möchte auch die Geschäfte weiterführen. Und mit Ulrich Krause gibt es auch einen Gegenkandidaten. Und Sie sind dort auch und ja. Werden auch wählen. Und haben Sie irgendeine Idee, was passieren wird? Also ich drücke mich mal vor der öffentlichen Aussage, was ich da selbst tun werde. Ich erkläre aber, dass ich nicht alleine für Niedersachsen vor Ort bin. Also wir fahren mit einer delegierten Mannschaft hin, um die Stimmen zu verteilen. Wir haben schon eine Vorstellung, was die richtige Wahl für die Zukunft ist, gehen aber nicht mit dem imperativen Mandat an das Thema ran, sondern gucken, was passiert da eigentlich auch in Linstow. Und ich bin jetzt so lange dabei, dass ich sagen kann, bei solchen Kongressen passiert dann immer noch sehr, sehr viel. Da gibt es dann einfach viele, viele Gespräche, sowohl offiziell als auch bilateral. Und ich bin dann auch mal gespannt, wie das dann so 15, 16 Uhr am Samstag mit absolvierten Wahlen aussieht. Das kann sehr überraschend sein. Ich glaube, es wird knapp. Das ist so ja. Meine Prognose. Und würde sagen, das entscheidet sich wirklich erst vor Ort. Es gibt ja keine vorherigen Hochrechnungen bzw. Umfragen und so. Ja, doch schon, aber die, okay. Jeder zählt halt so für sich. Also es gibt aber keine in der Öffentlichkeit. Ja. Okay, dann vielen Dank. Gerne.